Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Wir starten sofort durch. Also, wir haben hier eine Pflanze, eine Monstera Thai Constellation. Das ist mit übrigens die schönste, die ich jemals selber herangezogen habe, aus einem Kopfsteckling, nicht vergessen. Wir haben hier 1 Liter Wasser und zwar Leitungswasser. Und da gebe ich jetzt mal 2 Milliliter von dem Compo Complete rein. Warum wir das machen, wirst du sicherlich schon wissen. Jetzt hat man wieder nichts zum Umrühren hier. Aber die Schere habe ich da. Wir switchen so ein bisschen bei den Pflanzen, die kalkliebend sind, dazu rüber, nur Leitungswasser zu verwenden oder überwiegend Leitungswasser zu verwenden, aufgedüngt. So, dann muss ich jetzt dummerweise aber erstmal meine Messgeräte holen, die sind oben noch in der Aquabotanica. So ist das. Okay, es gibt aber noch tolle andere Sachen heute gemeinsam hier für uns zu sehen. Der Untersetzer ist trocken, also sie muss tatsächlich auch wieder gegossen werden, denn Monsteras dürfen niemals trocken werden. Das ist das Allerschlimmste, was es überhaupt gibt. Übernässen sollte man sie in der Erde nicht, nicht wahr? Aber austrocknen lassen sollte man sie auch nicht. Beides ist grundverkehrt. Und da das Mittelmaß zu finden, ist immer so eine Sache. Im mineralischen Substrat ist das nicht so schlimm, denn da kann man das Ganze auch im Anstau halten. So, jetzt muss ich aber doch erst die Messgeräte holen, nutzt alle nichts. Wir haben 1000... Auf jeden Fall. 1160 Mikrosiemens hier drin. Wir dürfen auch noch ein bisschen höher gehen, wenn wir möchten. Ne? Aber das ist jetzt erstmal okay zum Nachgucken einfach für mich. Ich werde sie allerdings gleich durchspülen sowieso. Ne? Von Zeit zu Zeit machen wir das ja. Aber erstmal möchte ich wissen, was so ungefähr wenigstens hier an Wert rauskommt. Dementsprechend muss ich natürlich so lange reingießen. Ja, jetzt kommt langsam unten tatsächlich schon was. Also war noch ausreichend Feuchtigkeit drin. Im Substrat, das heißt nicht, also wenn der Untersetzer trocken ist, dass das Substrat auch trocken ist. Aber da sollte man den Zeitpunkt nicht vergessen. In der Regel, wenn der Untersetzer trocken ist, dann sollte man schon nachgießen, auf jeden Fall. Ne? Nicht übertreiben, nicht zu lange trocken stehen lassen. Ich muss gleich auch noch gießen gehen tatsächlich. Ich habe jetzt 2 Tage gar nicht gegossen. Außer das, was jetzt wirklich zwingend notwendig war. Ne? Das dürfte schon fast ausreichen zum Messen gleich. So, dann haben wir das, aber das lassen wir erstmal ein bisschen wirken, das Ganze. Dann kommen wir zur nächsten Monstera Thai Constellation. Ja, und zwar, ich hatte es ja vor kurzem schon mal gezeigt, der kleine Stecki. Wieso sage ich denn Stecki? Der kleine Stecki. So, den gucken wir uns jetzt nochmal an. Und den werden wir heute weiter voranbringen, um ihn ja, zu einer ordentlichen Pflanze heranwachsen zu lassen. Der kleine Stecki, der damals nicht wollte und heute so wunderschön in Erscheinung tritt. So, und wir kommen auch noch zu dem Philodendron Florida Ghost hier. Heute sind übrigens 5 Päckchen weggegangen, 4 Päckchen Garnelen und 1 Päckchen Pflanze. So, dann haben wir das nämlich auch schon fertig und dann, ja, ist immer besser, wenn man sowas fertig hat. Ist so, ne? Dann hat man das aus dem Kopf. Und ich denke mal, da werden sich einige Leute heute, nee, heute nicht, gar nicht wahr. Ja, ich habe es heute abgeschickt, also spätestens übermorgen freuen. Dann, ich habe es getan. Ich habe tatsächlich die Braunanteile mal weggeschnitten. Ich habe es gerade eben gemacht. Ja, die Geschichte kennen wir ja, deswegen beende ich das jetzt in dem Sinne. So, das neue Blatt kommt tatsächlich hier raus. Es wollte aber nicht so richtig und dann habe ich es einfach in den Kasten gestellt und dann ratzfatz kam das Blatt hinterher. Das ist dann jetzt schon das 3. Blatt, das weiß ist und noch weiß bleibt in dem Sinne. Ja, das bleibt eine spannende Geschichte hier. Genauso wie das Schätzchen hier. Die Monstera Alba, Albo in dem Sinne, die Albert rum, ja. Wunderschön, richtig klasse anzusehen. Welches ist das neue Blatt? Das hier. Das ist das neue Blatt, ist nach wie vor wunderschön, genauso wie das vorherige. Und hier warten wir auf das nächste. Und das wäre natürlich fantastisch, wenn das dann nicht nur weiß herauskommt, sondern die anderen beiden auch weiß bleiben. Oh, das ist eine spannende Geschichte. Hier übrigens im Basalt. Jawohl, Basalt, da wachsen auch Pflanzen drin. Aber okay, darum geht es jetzt erstmal nicht. Ich habe hier auch Wasser reingegossen mit Nährstoffen, wie bei der anderen auch, weil ich das heute checken möchte. Ich werde trotz alledem durchspülen das Ganze. Boah, bin ich auf der sicheren Seite. So, da ist es, das Schätzchen. Die Monstera Thai Constellation, das klitzekleine Baby. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Wir sehen tatsächlich schon Nährstoffmangel. Vielleicht kannst du es nicht so richtig erkennen. Hier ist so ein kleiner, hellerer Bereich hier in dem Bereich. Lol. Ne? Also hat schon Nährstoffmangel. Das heißt, wir müssen jetzt etwas besser versorgen. Deswegen kommt er jetzt aus der kleinen Pfütze hier raus. Ja, Pflanzen wachsen auch in kleinen Pfützen. So ist das. In der kleinen Pfütze haben wir übrigens 1000 Mikrosiemens drin. Also insoweit ist das schon mal hier ganz gut gelaufen für das Schätzchen. Das gucken wir uns jetzt nämlich mal an gemeinsam. Wir hatten es ja vor kurzem schon gesehen. So, ein dicker kleiner Stecki. Hier ist damals die Wurzel verfault, als er eingepflanzt war.
Und so sieht das Ganze heute aus. Und wir werden ihn dann jetzt doch mal einpflanzen, würde ich sagen, um ihn ein bisschen besser, ja, wachsen zu lassen. Ich überlege gerade noch, wo wir das machen, wie wir das machen. Wollen wir mal gucken. Auf jeden Fall schön, dass er das dann doch geschafft hat, hier in der kleinen Pfütze. Tolle Sache, ne? So, okay. Dann machen wir das. Ja, alles gut. Dann wird das Baby zum zweiten Mal eingepflanzt. Ja, ohne Witz. Er stand damals schon mal hier im Topf drin und das ist tatsächlich auch sein Medium, wo er drin stand, wo die Wurzel kaputt gegangen ist. Jetzt könnte man denken, ja, das kannst du nicht mehr wiederverwenden oder so. Weißt du was? Warum nicht? Ich habe es einfach rumliegen lassen und ja, ist jetzt natürlicherweise trocken. Aber da habe ich jetzt nicht die Bammel, weil es muss einen anderen Grund gehabt haben, wieso, weshalb die Wurzel hier kaputt gegangen ist. Ich weiß es nicht, aber es lag mit Sicherheit nicht am Substrat und von daher pflanze ich den in das gleiche wieder rein. Ich halte mal kurz so, dass ich ungefähr weiß, wie viel ich auffüllen kann. Ups, da war schon fast zu viel. So ist okay. So, pass mal auf. Dann füllen wir den Rest schon mal hier an der Seite auf, wo die Wurzel ist. Dass er ein bisschen stabil drin steht schon mal. Und dann kommt der Rest rein. Schön stehen bleiben. Jawohl. Wunderbar. Hat auch bestens geklappt. So, der Stecki steht jetzt ungefähr zur Hälfte drin. Ganz wichtig, dass die Wurzel natürlich unten drin ist. Das ist schon das Allerwichtigste. So, und wir werden das Ganze jetzt durchspülen tatsächlich auch hier. Mit der Variante, die wir vorhin angesetzt haben, der 1100 plus ungefähr, damit er jetzt erstmal von Anfang an gut versorgt ist. Das heißt aber nicht, dass wir die Variante immer nachgießen können, nein, auf keinen Fall, weil die kleine Wurzel und die kleine Pflanze verbraucht das, was hier an Nährstoffen drin ist, an Nährsalzen natürlich nicht, das ist ganz klarer Fall. Also da müssen wir vorsichtig sein. Ne? Was wir machen können, im Prinzip, wenn wir gießen müssen, wir halten das im Anstau, das Ganze, kriegt allerdings einen etwas kleineren Untersetzer gleich. Ja, sagt er gleich, ne? Wo habe ich den denn? Okay, ich gucke mal eben und dann erkläre ich dir das gleich nochmal. Denn wir dürfen, wie gesagt, jetzt nicht immer nachfüllen, 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 ne? Denn die Salze bleiben, die Pflanze verbraucht die nicht und dann steigt die Konzentration halt, weil Wasser verdampft, ne? Durch die Oberfläche, durch den Tontopf und von daher. Wie gesagt, dann besser tatsächlich aufgedüngt, einmal durchspülen. Gerade bei solchen Babys ist das in der Handhabung einfacher. Okay, wollen wir mal gucken, wie wir das gleich ja, hinbekommen, dass ich euch das richtig zeigen kann. Versuchen wir es mal. Also, wir haben ihn jetzt durchgespült. Jetzt kommt er auf seinen Untersetzer. Dann wird er gegossen und gedüngt tatsächlich auch, ne, wie wir das angesetzt hatten. So, und das lassen wir jetzt hier drin stehen, bis es verbraucht ist. Gut, jetzt können wir natürlich nicht 2 Tage warten. Also ich sag's mal so, es ist jetzt verbraucht, ne? Also es ist kein Wasser mehr drin, der Untersetzer ist trocken und wir müssen wieder gießen. Jetzt die Frage, mit reinem Wasser, nur mit Leitungswasser oder doch wieder aufgedüngt? Das ist jetzt so dieses Spiel bei so kleinen Babys, was nicht ganz so einfach ist, ne? Und daher nehme ich einfach die Variante wieder, die wir heute angesetzt haben. Natürlich dann frisch angesetzt, ne, weil es dauert ja ein bisschen. Und dann spülen wir die Kandidaten einfach ein bisschen durch. So, ne, aber durchspülen beim Gießen. Und dann kommt er wieder auf seinen Untersetzer und kriegt dementsprechend nochmal einen kleinen Schluck hinterher, damit er auch für 2 oder 3 Tage wieder versorgt ist. Und so verfahren wir dann jetzt bei dem Baby. Das ist schon wichtig, denn wie gesagt, nur ein ganz kleines Würzelchen und das kann nicht alles hier rausholen, was drin ist an Salzen, ne? An Nährsalzen, wohlgemerkt. Also von daher, das mal kurz so gezeigt. Zwischendurch kann man ihn auch mal komplett mit Leitungswasser durchspülen, aber nur ab und zu, wohlgemerkt, ne? Nicht nur, weil das bringt gar nichts. Ohne Nährstoffe kann auch ein Baby nicht wachsen. Von daher muss schon ordentlich versorgt sein, aber wir können nicht kontinuierlich halt kräftig dazu gießen, sondern wenn denn, dann im Durchspülverfahren. Gegebenenfalls die Untersätze auch mal sauber spülen oder sauber sprühen oder sauber wischen oder wie auch immer. Okay. Dann gucken wir uns mal das nächste Baby an. Das ist nämlich das hier, ist auch eine Monstera. Ich weiß allerdings nicht mehr genau welche. Ich glaube Castellanum. Pass mal auf, wo habe ich denn jetzt da? Bei der ist jetzt auch so, Untersetzer ist jetzt trocken, ne? Und das spülen wir jetzt einfach mal durch das Ganze hier. Damit wir das optisch nochmal sehen können. Ne? Und das Wasser. Das kommt jetzt weg. So, gegebenenfalls, wie gesagt, kann man den Untersetzer auch mal sauber machen. Das wäre jetzt auch tatsächlich mal der Fall. Und mal auf, dann machen wir das auch mal eben. Ich spüle mal just sauber. Viel spülen kann ich hier nicht, also muss ich sauber wischen. Ne, den Lappen nehme ich nicht.
Nein, den will ich nicht nehmen. Komm, nehme ich dich hier. So, dann wische ich das einmal sauber hier. Kann ich auch zeigen, muss ich ja nicht verstecken. Ne? So, da kannst du ein bisschen lösen hier von den Ablagerungen, die dran sind. Ne? Muss aber nicht immer machen, so ab und zu. Und nochmal sauber spülen. So, da denn. Okay. Ne, dann ist der Untersetzer jetzt sauber. Und dementsprechend kriegt er jetzt mal einen Schluck hinterhergegossen, damit er für längere Zeit wieder versorgt ist. Und seitdem wir das so handhaben, bekommt das Schätzchen tatsächlich richtig wunderschöne Blätter. Ne? Damals hat er rumgezickt ohne Ende. Und jetzt, selbst in diesem kleinen Pöttchen, gedeiht das Pflänzchen richtig. Aber den dürfen wir auch bald mal umtopfen. Aber jetzt machen wir lieber erstmal etwas anderes. Es geht gleich weiter. Kurz nochmal zu der großen hier. pH-Wert ist 6,6. Mikrosiemens 1900. Ist also gut versorgt. Trotzdem wir nur Leitungswasser genommen haben, aufgedüngt haben, ein pH-Wert von 6,6. Ne? Das jetzt kurz mitgenommen. So, ich checke den gerade. Ich habe das Wasser schon drin. Mikrosiemenswert nehmen wir jetzt sofort mit. Und pH-Wert wahrscheinlich auch sofort. Wir haben jetzt hier 1870, also auch fast 1900 Mikrosiemens hier drin. Bei unserer fast komplett weißblättrigen Pflanze. Und der pH-Wert, der müsste jetzt eigentlich auch ready sein, ist 6,65. Okay, also auch hier nur mit Leitungswasser und dementsprechend aufgedüngt, wie wir das gemacht hatten. Ist eine interessante Sache. Also das ist noch ready, auch Mikrosiemenswert passt noch, da brauchen wir nichts machen jetzt. Brauchen wir nicht, ne, brauchen wir auch nicht. Ich hatte ja gesagt, ich spüle sie durch heute nicht. Wir hatten sie erst vor kurzem gemacht, das muss man auch nicht jedes Mal machen. Von daher bleibt das so, wie das ist. Und dann kommen wir nämlich jetzt sofort zur nächsten Pflanze. Und zwar, wie ich vorhin schon sagte, unsere Ghost. Ja, denn hier halten wir das Ganze in der Wasserkultur. Das hat aber auch einen ganz besonderen Grund. Denn A ist es einfach und zum anderen zum Vermehren. Das ist nämlich eine ganz interessante Geschichte auch. Und das werden wir heute auch tatsächlich gemeinsam machen. Also Steckis und ja, ich würde sagen, fangen wir sofort an. Ich habe die Farbe so ein bisschen runtergefahren hier in der nicht in der Bearbeitung, bei der Kamera, damit das Weiß so ein bisschen besser rüberkommt, weil sonst ist das durch die Lampen alles so gelbstichig hier. Aber ich denke mal, so jetzt im Zusammenspiel bei den drei Farben kann man es mal erkennen. Ne? Florida Ghost, dann die Albo, die ist wirklich ein strahlendes Weiß, das ist schon Kittelweiß, ne? Arztweiß in dem Sinne, kannst du sagen. Boah, echt krass. Ja, und dann halt die Monstera Terra Constellation. So ein klein bisschen cremefarben ist sie auch tatsächlich. Okay. Zunächst schauen wir uns das Wurzelwachstum an von dem Philodendron Florida Ghost. Von denen sind ja drei, glaube ich, hier drin. Ne? Das waren damals Steckis gewesen, die haben wir hier bewurzelt und seitdem stehen sie hier drin, werden von uns versorgt. Die Werte nehmen wir tatsächlich heute auch mit, wie die aussehen. Hier gieße ich in der Regel die 4 bis 500er. Na, momentan eher die 600er Variante, nicht vergessen. Ne? Im Moment fahren wir ja alles ein bisschen höher oder haben wir höher gefahren schon seit längerer Zeit. Weil halt jetzt viel Wachstum da ist, dann brauchen die Pflanzen auch ein bisschen mehr. Also hier bei der 600er Variante tatsächlich. Und dann schauen wir uns jetzt nochmal den oberen Bereich an, wo wir dann gleich gemeinsam eingreifen. Andere Lichtbedingungen, andere Farbgebungen. Ja, so ist das, ne? Also schon krass anzusehen, dieser riesen weiße Lappen. So, jetzt kommen wir aber tatsächlich zu der wunderschönen Florida Ghost, also sie hat echt enorm schöne Blätter, muss ich sagen. Also richtig krass. Ob es jetzt daran liegt, dass sie halt in der Wasserkultur stehen oder wie auch immer, auf jeden Fall eine mega schöne Farbe. Okay, jetzt haben wir dann den Habitus gesehen, wie die Pflanze ausschaut, so oder die Pflanzen. Und dann kommen wir jetzt tatsächlich heute zu den Cuttis. Wollen wir mal gucken, wie wir es jetzt hinkriegen mit dem ganzen Salat hier drin. Also jetzt filmtechnisch, aber ich glaube, es ist okay, das geht. Ne? Das ist eines der ersten Blätter damals hier gewesen. So sah das mal aus anfangs. Ne? Das war nicht so gut, aber mittlerweile, seitdem wir hier ordentlich das Ganze versorgen, ist das okay. Also, wir brauchen nach Möglichkeit wenigstens ein ausgereiftes Blatt. Besser sind tatsächlich zwei ausgereifte Blätter, um ein Stecki zu schneiden. Bei dem haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal das Glück bei dem ersten hier. Ich drehe den kleines Stückchen. Ja, hier haben wir also tatsächlich zwei Blätter. Hier ist die Triebspitze. Das ist eine Blatthülle, wo dann halt das nächste Blättchen herauskommt. Und darunter, unter dem zweiten, werden wir das Ganze jetzt cutten. Möglichst so, dass es mittig ist. Ne? Also zwischen Blatt und Blatt kannst du sagen. Kann man das eigentlich sehen? Ja, doch. Ne? So, ich halte ihn fest und zack, ab. So, Dalle. Und somit haben wir einen wunderschönen Stecki, den wir jetzt natürlicherweise erstmal antrocknen lassen. Das ist ein ganz klarer Fall.
Von daher lege ich den erstmal da hinten hin, denn die Schnittstellen ist besser, wenn sie antrocknen. Aber wollen wir mal gucken, ob wir noch einen gewinnen können. Ja, einen können wir auf jeden Fall noch, sehe ich schon. Denn wir haben auch hier 1, 2 Blätter. Ich drehe das nochmal ein kleines Stück, dass man es mal verdeutlicht sehen kann. 1, 2. Und hier halt auch die Blatthülle. Und hier kommt dann das nächste Blatt herausgewachsen. Also schneiden wir auch hier das Ganze zwischen Blatt und Blatt ab, sodass wir halt 2 ausgereifte Blätter haben. Oder fast ausgereifte, je nachdem. Das ist schon ganz wichtig. Umso mehr Kraft die Pflanze selber schon in den Blättern hat, umso einfacher ist die ganze Sache dann in der Entwicklung. So, beim dritten bin ich mir noch nicht ganz sicher, bin ich ehrlich. Oh, das sind echt so schöne Blätter. Ich gucke mal eben rein in die Geschichte hier. Das wäre das erste, das wäre das zweite. So, pass mal auf, wenn schneiden wir sie alle zusammen. Allerdings wirst du jetzt nicht viel erkennen können. Ich versuche noch mal ein bisschen rein zu zoomen hier. Und das Ganze ein bisschen. Das ist übrigens der Kandidat, der damals Spinnmilben hatte, falls du dich daran erinnern kannst. Haben wir wieder einen Griff bekommen. Wie hatten wir das eigentlich gemacht? Ich hatte ihn in die Dusche gestellt, abgesprüht. Das hatte nicht so geholfen. Dann haben wir, glaube ich, dieses Ardapp-Ungezieferspray genommen. Dann hatte ich ihn in die Dusche gestellt, also in der Dusche das eingesprüht, dass es richtig eingenebelt war. Und da habe ich ein paar Tage drin stehen lassen. Und dann war gut. So, jetzt komme ich da aber schlecht dran, sehe ich gerade. Ich stehe hinter der Kamera und ich müsste jetzt auf Verdacht schneiden. Ist natürlich nicht der Burner. Ich versuche ihn mal anzuheben. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ja, das gelingt mir so. Dann gucke ich mal. Ah ja, da ist das zweite Blatt. Okay. Ich hoffe, ich mache jetzt alles richtig. Zack. Okay, dann gucken wir mal, ob wir... Oh, jetzt konntest du leider nichts sehen. I'm so sorry. Also da unten habe ich ihn abgeschnitten. Da kannst du sehen. Da. So, dann ziehen wir ihn mal vorsichtig raus hier. Das ist jetzt das Schöne. Wir können ihn beernten. Oder die beernten. Ein bisschen zu nah. Wir können sie beernten und einfach auch wieder an die Seite stellen und weiter wachsen lassen. Das heißt, sie treiben dann wieder aus. Und in ein paar Monaten können wir das Ganze wieder beernten. Das ist eine ganz tolle Sache. Tja, okay, also erstmal antrocknen lassen. Ich weiß nicht, ob dir das vorhin aufgefallen ist. Wir haben hier 2 Steckis mit Luftwurzeln. Wie gesagt, die lassen wir einfach jetzt erstmal ein bisschen liegen hier, damit die Schnittstelle antrocknet. Auch hier wunderschöne Luftwurzeln. Und bei dem dritten hier, da haben wir tatsächlich schon eine Wurzel, die im Wasser gewachsen ist. Also hier sind schon auch Verzweigungen. Und die sollte jetzt nicht trocken werden. Oder müssen sie einfach mal einkürzen, wäre vielleicht auch möglich. Aber wir wollen ja doch dann die Wurzel dran lassen, das ist ganz klarer Fall. Also machen wir was? Wir legen sie einfach mal hier, Moment, an die Seite. Einfach mal hier auf das Papier. Das ist jetzt Toilettenpapier tatsächlich. Aber nach Möglichkeit bitte kein einparfümiertes oder... Schickimicki, kein Schickimicki, sondern stinknormales Toilettenpapier, einfach Zellulose. So, das mache ich jetzt ein bisschen nass, auch wenn das Handtuch hier nass wird, das ist nicht schlimm, das ist okay. So, ja, pass mal auf, jetzt sage ich, das ist okay. Jetzt kann die Schnittstelle hier gar nicht eintrocknen, so, dalle, jawohl, so geht das dann doch. Denn ich möchte jetzt auch nicht zu lange hier rumhampeln, deswegen trockne ich das nochmal kurz ab hier. Jawohl. So, hier tupfen wir auch nochmal so ein bisschen, dass das so schnell wie möglich jetzt geht. So, was haben wir jetzt noch nicht gemacht? Ganz genau, und zwar, kann es gar nicht sehen, Moment. Und zwar, vorsichtig sein, die Monstera Cobra Albo hier. Pass mal auf, was haben wir jetzt hier für einen pH-Wert? Den haben wir 6,74 und Mikro-Siemens-Wert nehme ich auch noch schnell für uns mit hier, 1420. Also auch hier ist noch alles okay. Wir hatten ja auch vor kurzem das Ganze durchgespült bei den Kandidaten, von daher ist hier noch alles ready, so wie es sein soll. Gut, okay, jetzt muss ich aber warten. Moment. 3,85. Holla die Waldfee bei 510 Mikro-Siemens. pH 3,8. Kannst du sagen. So, wir setzen neues Wasser an. Also bei den Schätzchen, die wir jetzt gerade abgeschnitten hatten. Die Mutti im Prinzip. So, ich habe schon mal Leitungswasser drin. 400 Milliliter dieses Mal. Also etwas mehr. Weil da muss ich mich jetzt auch rantasten, bin ich ganz ehrlich. Ne, pass mal auf. Erstmal Dünger. Erstmal Dünger. Normalerweise nehmen wir 1 Milliliter auf 1 Liter. Jetzt wollen wir nicht ganz so hoch aufdüngen hier in der Wasserkultur. Also nehmen wir erstmal, wir haben jetzt auch mehr Leitungswasser, dadurch kriegen wir Mikro-Siemens auch wieder, Mikro-Siemens wird auch wieder ein Stückchen höher. Pass mal auf, ich nehme einfach mal 0,6
0,6 Milliliter. So, 0,6 Milliliter auf 1 Liter insgesamt, ne? Also 400 Leitung, 600 Osmosewasser. In dem Fall dieses Mal tatsächlich destilliertes Wasser, weil ich brauche ein paar neue Kanister. Deswegen, ne? Ab und zu kaufe ich mir die dann auch mal. Und dementsprechend haben wir halt jetzt, wo ich den jetzt das Messgerät, ach so, lol, ist ja noch hier drin. Geht sogar noch ein bisschen weiter runter. Sind jetzt bei 3,76. Interessant, ne? Auf jeden Fall interessant. So, was haben wir jetzt hier drin? 520. Ja, siehst du wohl, ist okay. Also, dann wechseln wir das Wasser tatsächlich heute bei den Muttis, ne? Um sie wieder ordentlich zu versorgen. Ganz klarer Fall. So, immer gucken, ob ich noch Platz drin habe hier. Jawohl, passt noch. Wunderbar. Das ist also die einfachste Methode, ne? Wasser einfach wechseln. So, und dann gieße ich das jetzt wieder rein hier. Einmal reingucken, dass mir das nicht überläuft. Also die Verfahrensweise ist wesentlich besser als rumzupanschen, ne? Man kann ja, könnte ja jetzt einen Schluck Leitungswasser dazu geben, damit der pH-Wert wieder hochkommt. Hast du nicht gesehen, aber weißt du was, ey? Frische Nährstoffe sind doch immer am besten, ne? So, dann haben wir den wieder gut versorgt. 3,77, ja, okay. Also, ne, knapp unter 4. Ich werde jetzt in dem Zuge, wenn wir schon dabei sind, weil ich muss noch ein bisschen warten, nutzt alle nichts. Und ich will es trotzdem jetzt auch beenden heute hier mit den Steckis, ne, dass wir das in einem Rutsch mitnehmen können. So, einmal sauber machen. Jetzt kommen wir nämlich zu unserem Philodendron hier, zu dem Red mit den roten Blättern. Hier werde ich dann jetzt auch mal checken, was Sache ist. Habe ich lange Zeit nicht mehr gemacht, denn die wollen wir ja auch stärker versorgen, um zu gucken, ob die Blätter dann besser herauswachsen. Und das hat gut geklappt. Aber jetzt hat er tatsächlich ein Blatt, muss ich sagen, was mal wieder nicht rauskommen will. Und von daher muss ich erstmal die Werte checken, wie die aussehen. Moment, um Gewissheit zu haben. Besser ist das dann, ne? So, was haben wir? Mikrosiemenswert? 2000, knapp 2800. Also der ist mehr als gut versorgt. Holla die Waldfee. 2800, da wird der pH-Wert wohl sehr niedrig sein, aber okay, sehen wir gleich oder hören wir gleich oder wie auch immer. Ne? Und mal gucken. So, abwarten. Jetzt muss ich schon wieder warten. Auch mal dieses Warten. Echt jetzt? Also relativ niedrig. 4,7. 4,7. Es steht auch tatsächlich. Ja, also den werden wir jetzt einmal durchspülen, dann auch. Allerdings muss ich da schon wieder was Neues ansetzen. So ist das. Das ist heute aber auch eine Hampelei, du, ich sage dir. Vorhin erst einen halben Tag weg gewesen, ne? Das mit den Verpacken der Garnelen und so. Da muss man sich Zeit und Ruhe beinehmen. Die darf man ja auch nicht jagen, ne? Und jedes Mal, wenn man, ich sag's mal so, ein neues Aquarium angeht, dann sollte man auch vorher wieder alles reinigen und so, ne? Nicht von einem Becken ins andere einfach alles rumpanschen. Das ist dann nicht so der Burner. Ja, okay, ich guck mal, wie wir jetzt gleich weitermachen hier. Ich habe schon mal den Untersetzer sauber gemacht. Ich nehme das Glas jetzt hier, weil ich ihn einmal durchspülen möchte. Vielleicht kann man es sehen hier, wenn ich zeige es gleich nochmal in Nahaufnahme. So, wir nehmen jetzt in dem Falle 500 Milliliter Leitungswasser. Und wir nehmen jetzt einfach mal 2 Milliliter von dem Compo Complete, denn die düngen wir auch stärker auf, wie wir wissen. Ne? Er sagt so wahrscheinlich, ja, aber der hat doch so einen hohen Mikrosiemenswert, ja. Aber ich weiß nicht, woher der rührt, was jetzt an, ich sag's mal, diesen Wert ergibt. Ne? Und wenn man das nicht weiß, das kann man auch nicht wissen, wir haben kein Labor hier. Wenn man das nicht weiß, dann macht man was, dann spült man das Ganze einfach durch. Ne? Und wir machen das jetzt tatsächlich mit der Nährlösung. Also da habe ich schon sehr gute Erfahrungen jetzt mitgemacht mittlerweile. Von daher machen wir das einfach. Ne? Das Ganze steht hier auch im Lavamulch, Lavagranulat. Ey, schon toll, ne? Wie viele Pflanzen da drin wachsen. Eigentlich wachsen alle drin. Hey, lol. So, wow, wir gießen ihn richtig voll hier, beziehungsweise durch in dem Sinne. Um überschüssige Salze halt auch rauszuholen. Besser wäre es tatsächlich, wenn ich ein größeres Gefäß hätte, dass ich komplett fluten kann. Aber es geht so auch, ne? Es geht so auch. So, kleinen Schluck noch. Okay. Dann haben wir ihn jetzt einmal geflutet im Prinzip, also durchgespült kräftig. Und haben einen großen Teil des Überschusses herausgeholt, was die Pflanze vielleicht gar nicht verwerten mag oder will. Und dementsprechend bekommt sie jetzt die neue Düngerlösung einfach.
nachgegossen. So, siehst du wohl. Deshalb schätze ich ihn erstmal versorgt. Mal gucken, wie er jetzt reagiert, ob er dann sein Blatt jetzt von alleine rausschiebt. Weil die letzten beiden Blätter kamen tatsächlich von alleine raus. Ne? Und dieses Mal, ja, knickt er so ein kleines bisschen wieder mal. Ne? Das kann man immer wieder mal erleben. Liegt teilweise auch in der hohen Luftfeuchtigkeit, sagt man ja so. Ist auch tatsächlich manchmal so. Aber ich sage es mal so, wir haben eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit momentan. Von daher dürfte das eigentlich gar nicht passieren. Deswegen, ja, und wie gesagt, die anderen beiden Blätter sind ja raus. Die kommen von alleine. Ne? Okay, gut, dann haben wir das durch. Und dann schauen wir mal die Tage wieder vorbei. Wenn ich das vergessen sollte, dann schreibt mir dann in einem der neueren Videos dann dementsprechend, dass du das gerne mal sehen möchtest, ob das denn jetzt was gebracht hat oder nicht. Boah, die hat doch eine heftige Farbe. Es ist soweit. Ja, genau. Wir machen es wieder mit dem besten Wasser, was wir zur Verfügung haben. Das ist Osmosewasser. Kannst du destilliertes, sprich entmineralisiertes Wasser nehmen. Und das unter Druck gesetzt. Das verwenden wir heute tatsächlich wieder zum Bewurzeln. Dann ist einfach mehr Luft drin in die ganze Geschichte. Und dann kommen die Steckis jetzt dort hineingesteckt. Schnittstelle ist angetrocknet. Und damit dürfen sie dann jetzt hier drin bewurzeln. Auch sieht auch schick aus, ne? Siehst du wohl, du kommst auch mal raus. Ach, ich habe euch Hans vergessen. Mach ich das dann jetzt? Wenn ich dich wieder hinlege, knickst du ab, ne? Moment mal. I'm so sorry. Ich stelle mal eben das Drucksprühgerät hier hin. Nicht, dass mir hier die Wurzel hops geht. Das möchte ich ja nur auch nicht, ne? So, einmal aufklappen das Ganze. Jawohl, wunderbar. Klappt doch. Treffer. So, dann kommt ihr auch mit hier rein. Und dann dürfen sie hier erstmal weiter wurzeln, wie gesagt, im reinen Wasser erstmal. Und bei gegebener Zeit, das wird gar nicht lange dauern, in ein paar Tagen, ich schätze mal so maximal eine Woche voraussichtlich, werden wir das Ganze dann anfangen zu düngen. Das haben wir nämlich mit dem anderen gemacht hier schon und mit dem, der jetzt schon auf Reise gegangen ist heute. Da haben wir das nämlich auch so gehandhabt, hier mit dem Schätzchen. Der darf dann demnächst auch auf Reise gehen. So, pH-Wert ist 6,54. Mikrosiemenswert ist, immer im Hochheben, 140. Ne? Also das läuft richtig gut hier, ist schwach aufgedüngt und von daher ist das soweit okay. Ich kann ihn auch noch mal rausziehen, dass wir mal sehen können, wie wunderschön die Wurzeln wachsen. Das ist so genial anzusehen, also eine richtig tolle, einfache Methode. Das ist so genial, fantastisch. So, okay, also der darf bald auf Reisen gehen. Das heißt, du darfst mir ein Gebot geben für diese Pflanze hier, so wie sie ist, wurzelnackt. Ne? Also ich werde sie nicht in irgendein Substrat einpflanzen oder so, sondern wird so tatsächlich auch verschickt. Klar, versorgt, dass sie nicht vertrocknet, logischerweise. Lass ich mir was Entsprechendes einfallen. Schreib mir einfach dein Gebot per E-Mail. E-Mail-Adresse findest du unten in der Videobeschreibung. Einfach mal auf Mehr drücken und dann steht da unten irgendwo die E-Mail-Adresse von mir. Und da kannst du dein Gebot abgeben. Und wer das höchste Gebot abgibt, der bekommt die Pflanze dann zugeschickt von mir. So, gut, dann kann das Wasser wieder da rein. Das ist nämlich okay. Hier düngen wir jetzt noch nicht. Wir warten, bis wir sehen, dass die Wurzeln am Wachsen sind. Und erst dann wird erstmal verhalten gedüngt. Ne? Ganz wenig dabei erstmal anfangs. Hier können wir rein theoretisch jetzt auch schon wieder etwas mehr Dünger dazugeben. Das sollten wir eigentlich auch machen. Siehst du, ne? Da quackt er einfach rum, sagt, sollten wir und macht es nicht. Ne? Dann machen wir das jetzt einfach. Jetzt habe ich den pH-Wert vergessen, ist aber auch nicht so schlimm. Ich kann ja dann morgen, übermorgen nochmal nachmessen. Hier ist das Wasser okay, also hier werden wir nichts wechseln, weil dann müsste ich auch nochmal komplett neu ansetzen, ist auch Quatsch. Das heißt, ich gebe einfach mal ein paar Tropfen hier rein. Das heißt ein paar, gucken wir mal. Ne? Ich würde sagen, eins, zwei, okay, ein noch, komm, drei. Drei Tropfen geben wir mal rein und dann gucken wir gleich mal, was wir drin haben. Ich sage dir, du, ist schon wieder so weit. Zeit für Mittagsschläfchen. So, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 220 Mikrosiemens. Ne? Also haben wir das jetzt leicht erhöht, damit uns die Wurzeln keinen Schock bekommen hier und gleich aufhören zu wachsen. Das wollen wir ja nicht. Ne? Deswegen leicht erhöhen und dann ist das erstmal gut. So, siehst du wohl. Ich glaube, dann haben wir für heute, ich hab nichts vergessen, doch eins habe ich noch vergessen. Und zwar, ist natürlich, lol. Ja, nee, klar. Ach, so ist das. Du, ich sage dir. Zeit fürs Bett. So, mach den noch einmal kurz sauber hier. Denn einen wollte ich noch kurz gecheckt haben, bevor wir Feierabend machen. Denn, ach, die Caladium, die steht hier auch noch rum. Meine Güte, aber feucht ist er noch. Kommen wir die Tage auf jeden Fall auch noch zu.
So, mal gucken, ob ich heute noch einen zweiten Film schaffe, weil morgen bin ich nämlich wieder den ganzen Tag unterwegs, da werde ich es wohl nicht schaffen oder ich muss es spät abends dann machen. Denn, genau, die Red hier, ne, der Philodendron. Warte mal auf, da wollte ich jetzt nochmal wissen, wie das jetzt aussieht nach dem Durchspülen. Ob das nur viel gebracht hat oder nicht. Dass wir da so einen kleinen Anhaltspunkt haben. Jedenfalls werde ich das Ganze nochmal wiederholen dann, ne? Aber ich möchte doch wissen, was jetzt hier Sache ist, bevor ich Feierabend mache. 1300. Ja, das ist okay. Also, da brauchen wir jetzt, eine Perle brauchen wir jetzt nicht messen. Da brauchen wir jetzt nicht meckern. Also, es hat tatsächlich wunderbar funktioniert mit dem Durchspülen, ne? Das ist eine ganz tolle Sache. Ach, siehst du wohl. Da geht das nächste Schätzchen bald auf Reisen, du. Das ist toll, wo die Sachen alle hingehen. Das magst du gar nicht glauben, du. Ganz Deutschland. Das ist echt crazy. München, ganz unten im Norden, im Osten. Überall gehen die Klamotten hin. Ja, muss nicht denken, dass ich LKW-weise was hier verschicke. Nein, das sind immer so einzelne Sachen in dem Sinne. Ne? Okay. Aber es ist nach wie vor ganz toll anzusehen, wie einfach diese Methode jetzt ist. Vor allen Dingen, wenn ich dann die Belichtung auch mal auf Automatik stellen würde, dann könnte man ein kleines bisschen mehr sehen. Ne? Schönes Pflänzchen, Kopfstecklinge. Nach wie vor machen wir also von denen immer nur Kopfstecklinge. Es sei denn, ich mache mal, spaßeshalber, aber irgendwas anderes mal wieder. Aber in der Regel Kopfstecklinge und die, ja. Wachsen einfach als Pflanze dann sofort kräftig weiter. Dann kriegst du nicht erst so kleine Blättchen und ne, musst erst ein halbes Jahr warten, bis die irgendwann mal etwas größer werden, sondern hier hast du von Anfang an später mal eine fertige Pflanze ratzfatz. Ne? Also das ist eine coole Sache. Und vor allem, du kannst in der Verfahrensweise, wie wir das jetzt machen, wenn sie verschickt wird, weitergegeben wird, die Pflanze, kannst du selber entscheiden, was du damit machst. Ne? Du kannst sie in Wasserkultur halten, du kannst sie in Mineralsubstrat pflanzen, du kannst sie in Erde pflanzen, du kannst sie in Mix pflanzen. Auf den Kopf pflanzen? Nee, glaube ich nicht. Okay. Oben piepst es die ganze Zeit rum. Ich hoffe, das hört man hier nicht. Meine Frau spielt da oben mit einem Mähroboter, wollte ich gerade sagen. Lol. Mit einem Staubroboter. Ne? Irgendwie müssen wir uns hier doch auch behelfen. Hilft ja nur Alex. Ne? So, was wollte ich noch gesagt haben? Ach so, zu dem Gebot. Wie gesagt, ne? Schreib mir per E-Mail dein Gebot für die Pflanze. Aber vergiss bitte nicht, es kommt dann noch Fracht dazu. Ne? Also. Kosten in dem Sinne für Paket und Versenden und so Kram. Da liegen wir, glaube ich, jetzt bei roundabout 7 € ungefähr. Ja, das nicht vergessen, ne? Das ist schon ganz wichtig. Okay, gibt es jetzt noch irgendwas Wichtiges zu der ganzen Thematik, die wir jetzt hatten, Pflanzenversorgung? Ich glaube nicht, ne? Auf jeden Fall die Art und Weise, wie wir das jetzt handhaben, des Durchspülens öfters mal, ne? Mach es ruhig einmal im Monat bis auf der sicheren Seite, wachsen die Pflanzen wesentlich besser, ne? Gut, ich mache es jetzt nicht jeden Monat, bin ich ganz ehrlich. Ne, vielleicht alle 2, alle 3 Monate. Ich beobachte die Pflanzen ja auch. Aber wenn du kein Messgerät hast und nicht weißt, was Sache ist, bist du da auf der sicheren Seite. Und deine Pflanzen gedeihen einfach nur prächtig. Ne? Ja, aber Licht ist auch ganz wichtig. Ne? Das ist schon klar. Thema Sabrina hatte ich jetzt einen Kommentar bekommen, dass die so, ja, soll man sagen, instabil sind, die Blätter lang schießen und dann umfallen. Ja, ist natürlich klar, wenn ihr nicht ordentlich Licht bekommt, ne, also dann ist das eben so. Das meine, kennt man ja auch von Samen, also, kennt man, sage ich einfach so. Ne? Viele kennen das wahrscheinlich gar nicht. Du musst einfach mal Samen aussehen und mal an die Fensterbank stellen, an verschiedenen Orten. Du wirst dich wundern, wie unterschiedlich die wachsen. Und auch zu verschiedenen Jahreszeiten. Ne? Du wirst dich wundern. Ne? Zum einen, manchmal schießen die so, bumm, fallen um. Ne? Und anders mal, wenn es passt, ne, dann wachsen die ganz langsam und verhalten, kriegen Blättchen, alles in Ordnung. Ne? Und wenn eben zu wenig Licht da ist, dann schießen die in die Höhe und fallen um. Und so ist das auch mit Zimmerpflanzen. Ne? Also wenn die ganz hinten im Raum stehen und du keine Zusatzbeleuchtung drin hast, schwierig. Ist wirklich schwierig. Ne? Es gibt so ein paar Kandidaten, die können das ab, aber wie sagt man so schön, das macht dann ja auch keinen Spaß. Ist so. Ne? Denn wir wollen ja, wenn wir schon schöne Pflanzen haben, sie auch ordentlich versorgen. Da gehört das Licht nun mal auch zu. Und mittlerweile ist es ja nur so, dass man das ganz einfach machen kann. Ne? Früher gab es sowas nicht, aber heutzutage gibt es ja Pflanzenleuchten, also ne? Zusatzbeleuchtung in dem Sinne für Pflanzen. Und damit kann man sich also sehr gut behelfen. Ne? Siehe unseren Dschungel und von daher funzt das gut. Wobei, pass mal auf, hier im Raum nämlich auch. Ich habe hier kein einziges Fenster, wo Licht reinkommt. Überall sind die Jalousien zu. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Ja, also hier sind kommt kein Tageslicht rein hier in den Raum. Und trotzdem wachsen die Pflanzen hier halt mit Zusatzbeleuchtung. Also ist schon toll, dass man sich so behelfen kann. Das ist also, oh, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin und her soll hier. Oh, ich halte hier nochmal das Bild hin zu unseren wunderschönen
Philodendron Florida Ghost. Ja, ich kann sie einmal kurz zeigen. Pass mal auf. Wir haben ja vor kurzem eine geschenkt bekommen, ein Philodendron. Der Philodendron Florida Beauty. Ja, dass man nochmal kurz den Unterschied sehen kann zu der Beauty und dem Ghost. Die Beauty bekommt gerade ein neues Blättchen. Ich gucke mal die Kamera, kann man das sehen? Kann man nicht so wirklich, ne? Pass mal auf. Dann machen wir doch nochmal ein kleines anderes Bild. Ach, sieht das hübsch aus. Das ist jetzt gerade seit ja, anderthalb Tagen, 2 Tagen ungefähr hat sich das jetzt entrollt. Man sieht auch eine Marmorierung hier drin. Also es gibt ein schönes Blatt. Ne? Und auch hier ist jedes Blatt anders. Das letzte, was rausgekommen ist bei uns, war komplett grün. Und da hatte ich schon Angst, dass wir mal wieder eine Grünpflanze aus einer Panaschierten machen. Das haben wir schon so oft gemacht. Ja, es passiert tatsächlich manchmal. Ne? Ist so. Deswegen, also wenn du auch ein Stecki kaufst irgendwo, wo eine Panaschie, ein Blatt mit Panaschierung dran ist. Das ist nicht gesichert, dass da tatsächlich auch eine panaschierte, ordentliche Pflanze draus wächst. Deswegen ist immer besser eigentlich, ja, wenn man Kopfstecklinge hat. Ne? Da hat man dann eher mal die Sicherheit, dass das, was nachwächst, dann auch so weiter wächst, wie es vorher gewesen ist. Ne? Deswegen, wenn du Geld investierst in Pflanzen und besondere Pflanzen vor allen Dingen, guck, dass du wirklich Kopfstecklinge bekommst und nicht irgendwelche, ja, Wettsticks oder Teilsticks oder whatever. Ne, da kann dir keiner eine Garantie geben, was dabei rauswächst. Von daher, wenn man schon Geld dafür ausgibt, dann vielleicht noch mal ein kleines bisschen mehr und dann auf der sicheren Seite und dann hat man etwas richtig Hübsches. Okay, das zu den Köpfen.